Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Train Simulator hier auf meinem Kanal 4. So, ich habe es immer noch nicht begriffen. Auf meinem Kanal, wir gehen heute ein bisschen auf eine ältere Strecke. Wir müssen ja nicht immer nur das Neue machen. Wir haben auch auf den alten Strecken noch ein bisschen was zu tun und ich habe mir die Horseshoe Curve dafür ausgesucht. War das Heritage-Paket. Dort haben wir ein relativ kurzes Szenario, was mit einem eventuellen Livestream, der dann heute um 19 Uhr stattfindet. Zwinker, zwinker. Dann besser zusammenpasst mit den 40 Minuten. Ich habe leider nicht mehr ganz so viele Szenarien über, die unter eine Stunde gehen. Es kommt aber jetzt ja im Laufe des Monats, nämlich am 14.11. Ja, das erste DLC von... Ja? Was ist los? Ah! Ein Landwirtschaftssimulator-Armband löst sich hier langsam in Luft auf. Ist nicht schlimm. Okay, alles klar. Also, wo, am 14.11. kommt ja die neue, die Preston-Strecke von, ihr wisst, was ich sagen will. Ja? Last Trains, genau so heißen sie. Okay, also gehen wir heute erstmal hier auf die Horseshoe Curve. Aber noch einiges an Szenarien offen hier. Ich habe jetzt keinen Überblick, was, aber 7 Stück davon werden auf jeden Fall Weihnachten, boah, Weihnachten verballert werden. Keine Zeit für Trödeleien, nutzen Sie den Rangierbahnhof, um die Wagen herum zum anderen Ende zu fahren und eine leere Ladung Wagen zurück zu Winberg Main zu bringen. Okay, also wir fahren einmal drumherum, oder was? Gut, dann gibt mir Aufgabe. So, setzen Sie sich auf den Sitz des Lokführers. Machen wir. Zack, zack. So, ich brauche oben wieder alle Infos, die ich kriegen kann. Amerikanische Strecke und so. Oh, hier drin ist es zum Glück nicht mehr ganz so laut. Sonst verleitet mich das wieder dazu zu schreien. Da stehe ich nicht so drauf. So. Gut. Kuppeln Sie von den Kohlenwagen ab und fahren Sie über die Weiche hinaus vor. Nutzen Sie dann ein beliebiges Gleis, um das andere Ende des Rangierbahnhofs zu erreichen und kuppeln Sie an die Leerwagen auf Gleis 4 an. Die Geschwindigkeitsbegrenzung beträgt durchgehend 24 km/h. Gut. Also. Mach mal selber. Komm. Wir sind ja nicht so geizig. Oh, machen die einen Krach, ey. Hört sich an, als wäre der Diesel kaputt. Oh, wir kuppeln ab. Oh, stellen Sie die Richtungswende auf vorwärts. Machen wir. Stellen Sie die automatische Bremse auf Lösen. So, erhöhen Sie den Leistungsregler, um loszufahren. So, wir müssen unsere Weichen hier natürlich auch noch immer wieder so ein bisschen kontrollieren. Ob die alle passen. Dann fahren wir erstmal raus aus dem Gleis. Wir sollen das hier alles selbstständig machen, ne? Hieß es. Er zeigt uns oben sogar einen Zielpunkt an. Fährt er noch nicht? Ein bisschen lösen. Jetzt kommt er doch. Sehr gut. So, wo ist mein Tacho hier? Ah, da oben. 24 mph, aber er sagt oben tatsächlich 15 mph. Vielleicht gegenbremsen. Fahren wir noch ein bisschen weiter raus hier. Dass wir uns sicher sind, dass es passt. Na, gucken wir raus. Dann sollte es eigentlich aufgehen. Jawohl. Da sind wir weit über die Weiche drüber gefahren. So, jetzt sollen wir wohin fahren? Ach, da ganz oben. Aber durch ein beliebiges Gleis, da bleibt uns eigentlich nicht viel Möglichkeit, außer dieses da. Dann gehen wir ans andere Ende, gucken, wie die Weichen dargelegt sind. Das passt soweit. Gut, dann würde ich sagen, Rückwärtsgang rein. Wird es natürlich wieder sehr laut. Ich mache mal ein bisschen leiser für euch. Das Schöne ist, dass ich das bei Trains and World immer schön im Aufnahmeprogramm machen kann. Jetzt sehe ich natürlich meine Geschwindigkeit nicht. Was
es geht leicht bergauf. Und wenn da jetzt Wagen stehen und ich sehe nichts, dann gibt es Ärger vom Chef. War immer noch 6 Promille bergauf hier. Und dann gehen wir wieder in Leerlauf. Mal ein bisschen Krach machen hier. Die Nachbarschaft will geweckt werden. Ich liebe es. Aber die Ami-Hupen sind echt die geilsten. Da macht immer richtig Laune, mit Dinger zu hupen. Da ziehen wir uns mal unser Thumbnail raus hier. Ich glaube, das wird ein ganz schickes. Hey. Wir gucken weiter nach hinten. Eigentlich hätte ich mir auch einen Rangierbegleiter nehmen können. Das Problem ist ja nur, ihr wisst das, dass ich hier oben die Geschwindigkeiten ja nicht mehr sehe, wenn ich das nicht umstelle. Und ich will ja eigentlich nicht mehr mit dem HUD hier unten fahren. Auch auf den Ami-Strecken nicht, weil ich oben alle Infos habe, die ich brauche. Besser wäre es, aus dem anderen Fenster zu gucken. Aber wir brauchen ja eigentlich auch nur die Weiche freifahren. Über die wir nachher an unseren Zug wieder ran wollen. Jetzt machen wir schön vorsichtig. Ah, diese bunte Mischung in Lokomotiven hier. Gefällt mir immer sehr gut. Machen wir uns den Zielpunkt mal an. Beim Rangieren immer wichtig. Das habe ich auch schon ganz oft erklärt, dass wenn ihr teilweise nicht in Zielpunkt zum Stehen kommt, dass er das nicht akzeptiert dann. Sollte man eigentlich drin stehen. Nimmt das? Jawohl, sehr schön. Gut, wir sollen an den leeren Wagenpark da ankuppeln. Diese Weiche legen wir um und die legen wir noch um. Und was wir dann natürlich noch machen müssen, ist, wir müssen einmal aufstehen. Und müssen einmal vorne unsere Kupplung öffnen. Da. Damit wir dann auch wirklich ankuppeln können. Als ist wieder zugegangen, glaube ich. Hat sich auf jeden Fall was bewegt im Augenwinkel. Wir probieren es mal aus. Mal gucken, was passiert. So, also wir können ja vorwärts jetzt raus, also nach vorne rausgucken. Brauchen wir nicht mehr hier groß irgendwas machen. Ich hoffe, dass es gleich beim Umschalten von den Lokomotiven funktioniert. Wir ja wirklich noch ein bisschen fahren sollen, wovon ich ausgehe eigentlich. So, ich muss gucken, dass ich den Tacho immer im Blick habe. Immer noch denken, nicht mehr als 5 mph zum drauf, was eigentlich auch schon relativ viel ist. Kann es sein, dass euch die Wagen entgleisen?
War ja auf der rosa Strecke ein Riesenproblem zu Beginn. Ich muss noch ein bisschen weiter runter. Ich sehe den Tau immer noch nicht so richtig. Jetzt sehe ich ihn. Jetzt gucken wir, ob das funktioniert beim Kuppeln. Jawohl, hat funktioniert. So, wo sollen wir jetzt hinfahren? Also wir sollen nach vorne rausfahren. Gut, dann heißt das für uns, wir müssen die Lokomotive jetzt hier irgendwie versuchen, so abzurüsten. In nicht Notbremsung, neutrale Position, hier in lösen. Dann den da raus. Und dann soll es das eigentlich gewesen sein, außer wo können wir das jetzt noch umstellen mit dem führend? Aber da, ah genau, da ist es. Wir müssen das im Display machen. Also Airbrake ist hier unten. Wir sind jetzt Cutout und wir sind Trail. Und das Safe Changes. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Machen wir hier vordere Spitzenbeleuchtung ist aus, hintere ist auch aus. Da brauchen wir nichts umstellen. Treppenbeleuchtung können wir ruhig anlassen. Und dann hoffe ich mal, dass das jetzt funktioniert. Wir werden es gleich erleben. Das ist ja bei den Ami-Loks für mich immer so ein bisschen problematisch. Na komm. Achso, hat er geschlossen. Gut. So. Jetzt einmal hier rein. Oh, ist das eine Lautstärke hier. Wahnsinn. So. Also. Generator fällt ein. Dann Airbrake. Wir sind jetzt die führende Lokomotive. Lead and Trail. Zack, zack. Dann Richtungswender auf vorwärts. Hier in lösen. Was passiert? Die löst. Wunderbar. Dann müssen wir die hier noch anlegen. Und dann hoffe ich, dass das jetzt alles funktioniert. Bin gespannt. Vordere Zugspitzenbeleuchtung auf gedimmt. So, die Bremsen haben 90 PSI. Dann gucken wir mal, ob wir Leistung aufschalten können. Jawohl. Anscheinend kann ich das, was hier von mir verlangt wird. So langsam kommt er in Bewegung. Die hintere Lokomotive macht auch mit. Dauert jetzt natürlich einen Moment, bis die Bremsen komplett gelöst sind. Da oben seht ihr jetzt der zweite blaue Streifen, der muss auch noch auf 90 PSI kommen. Dann wissen wir, dass der Zug gefüllt ist. Dauert seine Zeit. Ziehe jetzt natürlich ein bisschen doll, das würde ich in der Realität so natürlich nicht machen, dass ich jetzt schon so viel Gas gebe. Kommt aber. Jawohl, oh. So, also erstmal mit 15 mph raus hier. Dann hat er ja gesagt, die allgemeine Geschwindigkeit ist einfach mal 24. So. Das nehmen wir mal erstmal als gegeben hin. Da ist unser Zielpunkt. Da haben wir nochmal manuelle Weichen. Die sind aber schon für uns gelegt. Diese Weiche hier, die müssen wir noch umlegen. Dann sollte das alles passen. Weil jetzt sind wir schon fast zu schnell. Lass ein bisschen Gas drinne. Aber hat auch gut funktioniert mit dem Lokwechsel. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so problemlos funktioniert. Vor allem, weil ich es wieder lange nicht gemacht habe. So, wir machen die Warnanzeige natürlich an, damit wir auch ein bisschen was zum Kopieren haben. So, und dann machen wir natürlich meinen Ami-Siff hier an.
was ich auf den Army-Strecken immer mache, oben meine Signale und meine Geschwindigkeit, weil das weiß ich hier immer noch nicht. Aber erstmal eine tolle Einführung in das Szenario. Fällt mir sehr gut. Richtig so? Ja. Das soll alles so. So, eine Zugspitze haben wir. Der Zugschluss ist hier nicht umgeändert worden. Ich muss immer so rausgucken, dass ich oben den Tacho sehe. Das ist ja auch immer das Mindeste, was ich noch hinkriegen sollte. WhatsApp-Anruf muss ich gleich zurückrufen. Schnell. Aber gleich dürfen wir Gas geben. Aber wie gesagt, Allgemeingeschwindigkeit hat er ja gesagt, maximal 24 Ampere. Ich habe wieder ganz viele Nachrichten. Glaub, ich werde nachher mal, wenn ich hier fertig bin, eure Kommentare ein bisschen beantworten. Würde ich auf die Couch verkrümeln. Das mache ich mit dem Tablet immer lieber. Eure Kommentare beantworten, weil da kann ich euch mehr Smileys schicken. Also, eh. So. Können wir mal Gas geben. 24 Ampere. Das war die Ansage. Wo stand es zumindest im Nachrichten? Anders irgendwo? Anders doch, oder? Nicht. Naja. Den müssen wir uns an die 24 halten. Oh, guck mal. Ich sehe gerade hier unten. Wir haben hier unten auch einen Tacho. Sehr cool. Aber wie viele Meilen haben wir denn? 5 Meilen nur. Das geht ja relativ fix. Verfahren. Wie viele Kurven haben wir hier nicht? Wenn ich da keinen Ärger für kriege, dann fahre ich dort Streckengeschwindigkeit, oder? Also hoch auf 35. Vielleicht hat er das mit dem Rangierbahnhof gemeint. Ach, guck mal, da ein schön gemischter Güterzug. Und noch bergauf. Das heißt, ich nehme mal ein bisschen Leistung nochmal raus. Wir sind jetzt bei 33. Vorne ist eh nur 35 erlaubt. Ersten Eindruck, ein sehr schönes Szenario. Kurzweilig. Mal so ein bisschen vorgenommen, mal so ein bisschen die Szenarien jetzt nach Fortschritt ein bisschen runterzufahren. Das heißt, hin und wieder werdet, also, ne, wir werden eh alle Szenarien machen. Ich hoffe, dass ich das jetzt wirklich mal dann auch konsequent schaffe, genug aufzunehmen. Weil jetzt habe ich wirklich bis Nikolaus einen sehr, sehr strammen Arbeitsplan. Also meistens immer so 6 Tage am Stück, einen Tag frei und wieder 6 Tage am Stück. Aber das will ich sowieso, weil ich muss Überstunden sammeln.
werde die freien Tage dazwischen dann auch wirklich nutzen und mich mal ein bisschen disziplinieren. Meine Frau diszipliniert mich auch schon immer, dass ich doch bitte machen soll. Wir haben einen Haufen Szenarien offen. Ich habe gar keine Übersicht mehr. Nach Holiday Express steht ja auch noch an. Habe ich ja letztes Jahr gar nichts gemacht, weil es mir einfach zu blöd war. Aber dieses Jahr machen wir das. Wenn wir da auch die Collectibles suchen. Dass ich das dann wirklich an ACTA packen kann. Unnötigste DLC aller Zeiten. Ich glaube, da stimmt ihm hier sogar alle zu. So, 35 für Güterzüge. 40 für Personenzüge. Jetzt dürfen beide nur 35 fahren. Lass mal Fahrstufe 3 drin, das funktioniert anscheinend ganz gut. Ich liebe diese Ami-Loks, ne? Auch wenn sie für mich als Europäer und als Lokführer in Deutschland doch ein bisschen komplizierter zu bedienen sind. Vor allem, weil ich ja mit Diesel auch in der Realität mal gar nichts zu tun habe. Weil wer weiß, was in der nächsten Zeit noch auf mich zukommt. Bis dann ist der Kamin das erste Mal angegangen bei uns, weil es jetzt doch relativ frisch ist. Also jetzt aktuell haben wir 11 Grad. Es regnet draußen. Da eigentlich noch in Ordnung, aber in der Wohnung ist es echt frisch. Und mal gucken, dass ich die Wände anfange warm zu kriegen. Ist ja immer das Schwierige im Winter oder im Übergang zur kalten Jahreszeit, dass man die Wände einmal warm bekommen hat und dann braucht man die Wohnung ja nicht mal so übermäßig doll heizen. Gerade weil unsere Hütte ja gut isoliert ist. Die Wände warm kriegen, das ist immer beim ersten Mal eine Schwierigkeit. Da geht auch übrigens die meiste Energie verloren. Ich glaube, schneller als 35 werden wir hier nicht mehr, oder? 3,4 Meilen. Oh, guck mal, das ist ja nur über einen Ort fahren. Dann tatsächlich noch ein bisschen weiter. Das da unten ist ja eine eingleisige Strecke. Nee, ist auch zwei. Alles zwei. Nee, ist teilweise eingleisig, meine ich doch. Eigentlich doch gewusst zu haben. Ah, der Scheibenwischer, der ist ein bisschen zeitverzögert. Seht ihr das? Die Tropfen verschwinden erst einen Moment hinter dem Scheibenwischer. Warum man bei den amerikanischen Zügen vergesse, ist, dass der Totmannschalter ja sich automatisch zurücksetzt, wenn eine Bedienhandlung vorgenommen wird. Wäre eigentlich was ich mir für deutsche Eisenbahn auch wünschen würde, weil man dann nicht ständig darum tippen muss. Weil bei einigen Lokomotiven ist es sehr unbequem, wie sie war. Bei der 193 zum Beispiel finde ich sie schlecht verbaut.
Und wenn ihr das Video seht, dann habe ich an dem Tag schon gearbeitet, morgens um 4 bis um 13 Uhr. Dann habe ich mich 4 Stunden hingelegt. Dann kommt dieses Video hier, City Skylines, habt ihr dann vielleicht auch schon das zweite Video da. Und dann hoffe ich mal, dass ich um 19 Uhr dann Livestream schaffe mit euch zusammen. So, macht er jetzt nicht dauerhaft. Das ist mein Scheibenwischerknopf. Hier oben. Das ist der Ventilator. Langsamer werden jetzt. Mein Scheibenwischer. Scheibenwischer, 100%. Also das gehört so. Okay, alles klar. Nehme ich mal zur Kenntnis. Nehmen wir mal die Leistung raus jetzt. Langsam runterrollen. Und was ich jetzt mal machen kann, ist, dass ich die Instrumentenbeleuchtung anmache. So. Mehr sehen. Das ist sehr neblig jetzt gerade hier. Das sollte aber eigentlich langen, dass wir auf 30 runterrollen. Kontrollieren vorsichtshalber nochmal die Weichen hier. Es könnte sein, dass mal ein anderer Zug drüber gefahren ist. Das ist aber nicht der Fall. Und dann können wir da ganz gemütlich reinfahren. Zack, bumm, zack, bumm, zack, bumm. Dann geht er weiter. Sehr schön. Mehrleistung. Jetzt haben wir die 30. Wetter wieder hervorragend. Aber seht ihr das mit den Regentropfen? Ja, doof. Das sind so diese Kleinigkeiten, die dann, weil es direkt im Blickfeld ist, dann finde ich das halt sehr störend. Weil die Vorausschau oben gibt uns gleich mal eine 45 an die Hand. 28 Minuten sind wir schon unterwegs. Ich denke mal, länger als 40 Minuten werden es wohl werden. Das sind wir schon gewohnt mit der Zeitangabe. Jetzt sollten wir gleich abbiegen. Noch 8400 Fuß. Viel zu viel Kaffee getrunken heute. Wir dürfen jetzt da hinten über die Handweiche mit 35 fahren, oder wie sehe ich das? Halte ich für ein Gerücht eigentlich. Manche dynamische Bremse, jawohl, haben wir. Ich weiß ja nicht, ob es gleich bergab geht. Mini-Flauschi hat sich mit der Couch vom Kamin gemütlich gemacht. Also sie hat so eine kleine Couch für sich. Oh, da vorne ist eine 10. Uiuiuiui. Mal langsam runterbremsen.
damit das dann auch alles passt. Uiui, jetzt haben wir aber richtig Unwetter. Jetzt waren wir viel zu lange auf der Bremse. Wir müssen eigentlich auf Leistungsstufe 1 bleiben. Problem ist nur, dass wir dann viel zu langsam werden. Ich hätte noch ein bisschen warten können mit der dynamischen Bremse. Bin ich doch sehr hart reingegangen. Man sieht oben auch, dass es relativ dicht beieinander ist, die 45 und 10. Richtig schneller werden wir jetzt gerade nicht. Wir halten die 8,4 gerade. Dann den Alarm zurücksetzen. Habe ich gerade ein Video vorgeschlagen bekommen, schnell Geld durch Parkticket verdienen. Geil eins. Hat auch einige Möglichkeiten, dass man relativ fix Geld verdienen kann. Wer das Let's Play gesehen hat, weil jetzt wäre ja erst die zweite Folge online, wenn überhaupt. Dann, oder wer es selber spielt. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass es doch sehr schwierig ist. Wo sind jetzt die 10? War nicht ab der Weiche. Genau. Na guck mal, das geht auch ganz gut hier. Hätten wir eigentlich bei der Speed Control. Haben wir eine Speed Control? Airbrake? Speed Control? Wie stelle ich die ein? Das wäre jetzt natürlich eine interessante Frage. Low Speed Control. Ah, da unten. Natürlich die Frage, macht er das? Ein bisschen mehr Gas. Auf Fahrstufe 2. Mal gucken, ob er das einhält. Viel Arbeit mitsparen. Das sieht fast so aus, als würde er das machen. Er nimmt Leistung raus. Seht ihr das? Das scheint zu funktionieren. Gibt mehr Leistung. Passiert nichts. Das ist natürlich eine super Sache. Sind wir hier auf dem richtigen Gleis unterwegs? Jawohl. Das passt auch soweit alles. Sehr schön. Ein bisschen zu schnell, aber er nimmt automatisch die dynamische Bremse. Da ist sie. Ist super. Kann natürlich auch anfangen zu bremsen. Er nimmt noch mehr Bremse. Schön beobachten. Jetzt wird er viel zu schnell. Obwohl es bergauf. Ja, wobei jetzt sind wir in der Ebene. Langsamer werden will er nicht. Wird sogar noch weiter schneller. Warum wird er jetzt schneller? Auch hinten immer noch bergauf. Bergab geht. Jetzt wird er langsamer. Ein bisschen runter. Ja, richtig. Ja.
So, dann haben wir unseren ersten Zielpunkt erreicht. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Strecke vor uns. Also ich weiß ja nicht, wo wir ganz hinfahren sollen. Das, also Creslow, Gipfel und dann sind wir im Windbeer rein. Fahren wir erstmal den Checkpoint ab und dann sehen wir, wo der zweite Checkpoint ist. Also auf jeden Fall haben wir die 40 Minuten, die veranschlagt waren, jetzt schon voll. So, der nächste Checkpoint. Gucken wir mal. Der ist dann hier in diesem Bahnhof. Aber wo ist denn der nächste Bahnhof? Da wäre der nächste. Ob wir da anhalten sollen, das... Aber komm, wir lassen es drauf ankommen. Wie viele Meilen haben wir? 1,9. Da wir gleich 20 fahren können, ist das relativ fix runtergefahren. Haben wir auch wieder Gefälle. Steigung. Gefälle darf man das ja nicht nennen. Das mit Speed Control, dass das so gut funktioniert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Den Alerte übrigens, also die, gut, man schaltet, den seht ihr übrigens hier. Ich weiß noch nicht, wie viel der braucht, aber ich glaube, unten vielleicht. Können Sie mal drauf ankommen lassen. Wir gucken mal, wann er piept. Meine Speed Control regelt ja gerade die Geschwindigkeit. Das heißt, da brauche ich ja nicht eingreifen. Also Handweichen haben wir hier keine. Also die ist aber schon vernünftig gelegt. Die auch schon vernünftig gelegt. Das passt soweit alles. Dann gucken wir, was der Alerter sagt. Speed Control arbeitet ja ganz gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Wenn wir merken, für die anderen Ami-Lokomotiven. Aber das ist das Slow-Speed-Control. Ich weiß nicht, bis welche kmh-Zahl wir das benutzen können, aber wir können es ja gleich mal ausprobieren. Wenn wir da vorne die 20 dann gleich haben, können wir es dann mal ausprobieren. Weil wir gehen dürfen. Bei 65 Sekunden mit dem Alerte. 70. Ich habe noch nie darauf geachtet, wann er anfängt zu piepen. Bei 80. Aber eine ziemlich lange Zeitspanne. 1,5 Minuten. Wenn man da eine höhere Geschwindigkeit fährt, ist schon eine Hausnummer. Ja, er macht noch keine Faxen. Bis bei 100 Sekunden. Dann nimmt er 120, 2 Minuten. Jetzt piept noch nichts. Ah, jetzt 120 und dann läuft er nochmal runter 30 Sekunden oder 25 Sekunden. Das ist aber relativ lange. Interessant. Ich lasse mal im ICE vor mit 300. Und ihr seid 2 Minuten bewusstlos. Welchem Grund auch immer. Und ich zweifelhaft. Interessant, dass es eigentlich bergauf geht. Laut unserer Anzeige oben, aber wir die ganze Zeit am Bremsen sind. Oder ist irgendwas vertauscht? Wobei, vorhin hat es ja auch gepasst, als wir vorm Abzweig waren. Hat er auch bergauf gezeigt. Und da sind wir ja langsamer geworden, wenn wir Leistung rausgenommen haben.
knapp 6800 Fuß, aber wir haben noch eine Kurve zu fahren. Ja, das dauert einen Moment, bis wir da sind. Aber ich frage mich jetzt gerade, wo wir dann hier anhalten sollen. Der hohen Geschwindigkeit zieht. Schön. Da kann Creslow eindeutig über einen Ort fahren, ne? Brauchen wir sogar noch zwei Sachen, wo wir drüber fahren sollen. Letzte war das Haus Rangierbahnhof. Interessant. Lass mal auf uns zukommen, mal gucken, was passiert. Ich muss gerade mal gucken, was wir hier mit dem Paket hier überhaupt bekommen. Das ist das Heritage Livery Collection für die Horseshoe Curve. Da habt ihr sechs mal dieselbe Lokomotive in sechs verschiedenen Lackierungen. Liefert bekommt ihr dort 9 neue Journeys, 6 neue Szenarien. Und insgesamt habt ihr 15 Aufgaben dort zu erledigen mit diesem Paket. Ich möchte natürlich auch den Preis nicht vorenthalten. Dazu muss ich aber hier mal kurz mal in meine Bibliothek gucken. Weil, wie hieß das Ding? Livery Union Pacific Heritage Collection. Wenn das die richtige ist, dann seid ihr mit 11,99 € am Start. Weil die hier aktuell noch für Trains in World 3 drin steht. Hier meine Liste gucken. Gar nicht so alt, das Ding. DLCs habe ich inzwischen in meiner meiner Liste. Wahnsinnig. Nimmt hier Ausmaße an. So, also wir gehen mal durchgucken hier. Great. Na, ob ich das jetzt für euch auf Anhieb finde, ist natürlich eine andere Frage. Ja, da, nee, das ist die Horseshoe Curve, aber wo ist das DLC dazu? Thompson Potash? Aber das ist hier nicht, nicht nach Veröffentlichung sortiert. Warum stehen wir jetzt? Ich habe den Alerter vergessen. Ach, okay, das war mein Fehler. Da muss ich mal kurz eingreifen. Einmal die Vollbremsung. Dann den Leistungsregler mal auf 0. So, dann und den mal off. Ne, da ist er off. So. Und den auch mal anlegen. Und dann lösen wir die Bremse. Und was passiert? Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, das war jetzt mein Mistake, weil ich hier mit anderen Sachen beschäftigt war. Wenn ich in die Vollbremsung jetzt gehe, dann wieder öffne. Den Alerter mal kurz ausmachen. Dann füllt er wieder. Dann müssen wir natürlich wieder warten, bis wir noch Druck auf der Leitung haben. Das war mein Fehler, da gebe ich offen zu. Also, ich gucke jetzt hier nochmal rein. So.
ob ich das DLC finde für euch. Damit ich euch auch einen fundierten Preis mitgeben kann. Jetzt ziemlich durcheinander alles. Aber F99, meine, das wäre damals so gewesen. Da ist sie, ja genau, 1199, das passt. Dann habt ihr alle Infos, die ihr braucht. Für dieses DLC. So, wir sind bei 60 Rear. Dann können wir mal so langsam Leistung aufschalten. Dann können wir die Bremsen lösen. Und dann geht's auch direkt weiter. So, und da wir ja faul sind, machen wir den mal direkt wieder an. Ja, wir haben ein bisschen durchdrehende Räder, müssen wir ein bisschen Leistung rausnehmen. Und wir rollen rückwärts. Frage ich mich doch, wenn es bergauf geht, warum man vorhin die ganze Zeit die dynamische Bremse drin hatte. Das ist ein bisschen merkwürdig. Deswegen hat er die ganze Zeit die dynamische Bremse drin gehabt, weil er aber 7 eingestellt, nicht 10. Guck mal, er beschleunigt trotzdem, das ist merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Was haben wir denn jetzt noch bis Crestor? 5100 Fuß. Viel zu schnell. Das sollte er jetzt aber eigentlich runterregulieren. Aber das verstehe ich nicht, warum er schneller wird, obwohl wir ja bergab fahren. Bergauf. Jetzt bloß nicht in alle zu vergessen. Geht. Sogar schon relativ fix. 46% schon fertig von dem Paket. Kannst du mal anfangen zu bremsen jetzt? Doch gar nicht. Geht doch bergauf. Wir müssen mal selber eingreifen da. Jetzt habe ich mal die Leistung rausgenommen. Jetzt seht ihr auch, es geht bergauf, oder? Werden wir langsamer oder schneller? Jetzt dürfen wir E20 fahren. Egal. Dann machen wir den Rest mal selber. Oh, hat erst gut funktioniert mit dem Speed Control. Ich weiß jetzt nicht, warum er jetzt Faxen macht. Aber egal, mal ein bisschen selber arbeiten ist auch ganz nett. Ah, ich werde immer fauler. Das ist Wahnsinn als Bockführer. Bei Halloween war hier die Hölle los, ey. Holla die Waldfee. 5500 Kinder hier gewesen für Süßigkeiten. Wir haben sämtliche Gäste, die wir eingeladen haben, haben wir angerufen und gebeten, bitte noch Süßigkeiten mitzubringen. Weil wir waren, also meine Frau hat allein schon für 60 Euro eingekauft gehabt, Süßigkeiten. Und die waren innerhalb von einer halben Stunde waren die weg. Und das war noch nicht der große Ansturm. Der große Ansturm, der kam danach. Einer von uns war die ganze Zeit immer nur damit beschäftigt, den irgendwelchen Kindern, die vorbeigekommen sind, Süßigkeiten zu geben. Aber Halloween ist bei uns in der Straße aber auch eine heftige Nummer, das kann ich euch sagen. Also hier die Nachbarn, die bauen hier ganze Geisterbahnen in ihren Vorgärten auf. Wir selber, wir haben ja auch im Carport im Vorgarten gefeiert. Oder so eine kleine Party gemacht, weil wir letztes Jahr die Erfahrung gemacht haben, dass, wenn keiner da ist, dass denn hier, Autos beschmiert werden, Wände beschmiert werden und das in einem sehr, sehr heftigen Art und Weise. Also sowas haben wir früher nicht gemacht. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir uns dieses Jahr vorne hinsetzen, sodass keiner Scheiße bauen kann. War eine sehr nette Runde. Schwiegermutter und Schwiegervater waren da. Beste Freunde von meiner Tochter war da.
Nichte mit den Eltern war da. Entsprechend natürlich auch mein Neffe. Dann hatten wir noch, noch drei Arbeitskollegen da. Der Papa von der besten Freundin von meiner Tochter war auch noch da. Die Mama natürlich. Und wie viele Leute waren wir? 15 Leute oder so. War eine ganz nette Runde. Der ein oder andere Nachbar hat sich nachher auch noch zu uns dazu gesellt. War schon ganz lustig. Bei einer Wiederholung, haben wir schon gesagt. Wir haben ja auch sehr schön dekoriert vorne, haben zumindest mal die Leute gesagt, die vorbeigekommen sind, dass sie das sehr schön bei uns fanden, wie wir dekoriert haben unterm Carport. Haben wir so eine neue Feuerschale bekommen, auf der man auch grillen kann. Und dann richtig schön auch noch ein Lagerfeuer gemacht. Die Leute natürlich auch cool, dass wir da das Feuer stehen hatten unterm Carport. So, wie viel sind das jetzt noch? 3,6 Meilen, also fahren wir doch bis ans Ende, ne? Da unten hin. Da sollen wir auch nur dran vorbeifahren. Nimmt das halt aber lustige Ausmaße an. Könnten wir das Ding jetzt theoretisch auf 20 einstellen? Können wir es mal ausprobieren. Ne, 10 ist maximal. Das ist, wenn ich hier Current Speed mache. Das nimmt dann nicht, okay. Dann gehen wir raus aus dem Menü. Hier haben wir so. Start mal. Testen wir da jetzt. Oh. Distance Start. Probieren wir das mal aus. Wird denn das angezeigt dann? Schön, dann kann man mal ein bisschen rumprobieren hier, ne? Kann ich hier selber eingeben, oder was? Und ab. Use number of keys to enter the preset value backspace. Wie lang sind wir denn? 2286. 2287. Wir runden auf. Use. Save preset. Exit. Start Distance. Gehen wir jetzt hier irgendwas? Nö. Da sehen wir nichts. Wäre Hand gewesen. Aber wir haben es auch verkehrt eingegeben. Modify Distance. Zero. Nein. Zero. Na komm, wir lassen es mal. Konzentrieren wir uns mal so ein bisschen aufs Fahren. Aber ein bisschen haben wir noch vor uns. Ja, ich dachte 40 Minuten. Haben wir schon wieder eine Stunde rum. Dann werde ich heute auch keine Aufnahme mehr schaffen. Weil doch, eigentlich könnte ich noch eine schaffen. Mal schauen, mal schauen. Muss mir auch keinen Druck machen. Unnötig. Aber steil bergauf hier.
hatten wir 11 Promille auf. Schön ist die Strecke auf jeden Fall. Leider, wie gesagt, mit den Güterzugstrecken. Da haben wir viel zu viele in Amerika. Wir müssen den alten Scheiß auch runterfahren. Ich kann jetzt nicht nur die neuen DLCs spielen. Da müsst ihr leider mit leben. Aber in der nächsten Runde geht es auf jeden Fall mit dem neuen DLC weiter. In der nächsten Folge sind wir nämlich mit der Flying Scotsman unterwegs. Aber da ist das kürzeste Szenario 1:30. Das hätte jetzt nicht hier in den Rahmen gepasst. Und also wenn dieses Video jetzt hier gerade läuft und ihr seht das, dann überschneidet sich das jetzt schon mit dem Livestream, der dann heute stattfinden würde, eventuell. Wenn das alles passt. Aber jetzt geht es aber richtig steil. Bei 5... noch 3 Promille, 3 Meilen bei uns. Da haben wir noch ein paar Kurvchen drin, ne? Da immer Luftlinie, müsst ihr mal dran denken. Beobachte die ganze Zeit schon so ein bisschen, ob mein Zug heute oder morgen früh fahren soll, ob der überhaupt wirklich verkehrt. Ja. Wir haben ja noch viele Ausfälle durch den Gotthard-Basistunnel. Aber ich habe hier schon Unterlagen. Die Papiere sind schon da. Das heißt, der wird um 18.45 Uhr heute losfahren in Bad Bentheim. Beobachten wir. Aber ich werde mal im nächsten Bahnhof nochmal die Weichen vorsichtshalber kontrollieren, ob das passt. Aber das sieht gut aus. Dann bin ich mal. Wo soll denn diese Mine sein? Verstehe ich nicht. Aber nicht hier hinten, oder? Doch, da ist eine Mine. Also fahren wir tatsächlich die ganze Strecke einmal ab hier, den Abzweig hier. Also die Strecke ist ja hier. Das hier ist ja die Hauptbahn. Hier hinten haben wir die Horseshoe Curve. Da steht ja auch eine Lokomotive hier auf diesem einzelnen Stück Gleis, was wir hier haben. Und 2,2 Promille bergauf hier. Das ist ordentlich. 2,2%. 23. Warum? Soll ja alles seine Richtigkeit haben hier. Brauchen wir eigentlich nur für zwischen den zwei Fahrstufen, die wir jetzt aktuell benutzen, hin und her zu schalten. Jetzt sollte er langsam runterlaufen. Wenn er auf 19 ist, machen wir einfach wieder hoch. Oh, da oben habe ich was entdeckt. Ein Setup nochmal machen. Good Distance. Modify Present. Favorite Distance, ne? Cancel. Modify Preset. Number of Key. Preset. 2, 6, 7 gesagt. Dann speichere ich das mal. Zero Distance.
Und up from zero. Und down from present. Das würde ich mal nehmen. So, dann gehen wir auf exit. Ist denn start? Ah, guck mal. Läuft jetzt irgendwie runter, aber da zeigt er mir nichts an. Hier auf exit. Aber da können wir auch einstellen. Und Azure Mile. Start Mile. Start Button. Guck mal, er hat oben angefangen zu lesen, irgendwas zu machen da. Distance Setup. Modify Preset. 0, 2, 2, 6, 7. Und ist noch alles clear. Gehen wir mal wieder eine Fahrstufe nach oben. So, Save Preset. Exit. Distance Setup. Countdown from Preset. Count up from zero. Distance Start. Und was passiert, wenn er bei unserer gewünschten Zahl angekommen ist? Ich hoffe, wir reden hier von Fuß. Wir werden jetzt schon wieder schneller, obwohl wir 16 Promille haben. Doofsack. Normalerweise müsste er jetzt irgendwas machen, wenn er an unserer Distanz angekommen ist. Wenn wir das zum Laufen kriegen, dann brauchen wir eine Einheit schon mal nicht mehr. Geschwindigkeitseinheit, weil die Schildergeschwindigkeit in Amerika, die kann ich lesen. Aber das mit der Länge ist halt das Problem. Gucken, ob er da piept oder irgendwie was. 2267 haben wir eingegeben. Dann läuft einfach weiter. Hier können wir auch die Speed Control einstellen. Wir haben Control. Ja, ganz viele Spielereien hier bei den Amigox. Da muss man vielleicht mal aufs Trainingszentrum gehen. Und da mal ein bisschen rumspielen, mit was die Lokomotive tatsächlich so kann. Dann mal wieder ein bisschen Gas. Haben wir noch 8554 Fuß bis zu unserem nächsten Ziel. Glaube ich, fahren wir tatsächlich bis zum Schluss durch. Bin jetzt schon bei einer Stunde und fünf. Das Mini-Flauschen mal kurz anstellen. Aber Mini-Flauschen hat sich gerade selber eine Pizza in den Ofen gehoben. Er hat am 27. November übrigens Geburtstag. Einen kleinen Livestream mache. Noch 6000 Fuß.
niedrigen Geschwindigkeit, die zieht sich natürlich. Aber so ist das nun mal, wenn man nur 20 Meilen fahren darf, was ja immer noch 20, 1,6, 32 km/h ist. Eigentlich ist Meilen in km/h umzurechnen gar nicht so schwer, ne? 10 sind da 16, 20 sind 2 mal 16, also 32. Relativ fix an unser letztes Ziel, vorletztes Ziel. Wir kriegen überall ordentlich Punkte. Meine Helden auf meinem lustigen Handyspiel kämpfen hier im Hintergrund tapfer gegen die Monster aus dem Eisland. Momentan an Grinden, also damit ich auf Level 70 komme, das ist dann das letzte Level in dem Spiel. Vorerst, das Spiel ist noch nicht fertig. Kommt jeden Monat immer ein Update. Ah, jetzt können wir mal wieder ein bisschen mehr Gas geben hier. Ich bin schon auf 16 runter. Wir sind bei 30 Promille, Freunde. Irgendwie verhält sich das hier mit dem Gas ganz komisch, weil 26 Promille und trotzdem wird dann bei Stufe 5 nicht langsamer. Muss trotzdem ein bisschen runterschalten, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber jetzt wird es auch ein bisschen flacher, jetzt kann ich ruhig Leistung rausnehmen. Im Idealfall würde es jetzt gleich sogar bergab gehen. Mal so ein bisschen. Nämlich einfacher zu regulieren mit den mechanischen, diese elektrischen Lokomotiven. Jetzt geht's bergab. Gehen wir in den Leerlauf und machen schon mal unsere dynamische Bremse bereit. Wir dann auch gleichzeitig bremsen können. Wolf Promille. Dauert natürlich jetzt einen Moment, bis er wirklich schneller wird, weil wir ja jetzt immer noch hinten mit dem Hintern im Berg drin sind. Aber ich höre gerade im Hintergrund Quincy läuft. Ich weiß, das Hartz IV TV von meiner Frau ist vorbei. Scheiß Gerichtssendung, dass sie die wieder zurück ins Fernsehen genommen haben, das verstehe ich nicht. Ja, und Bayer Main 3,7 nochmal, also doch eine ganz schön lange Tour hier. Ist da ein bisschen zu doll. Irgendwie verhält sich dazu komisch. 13 Promille. Und wie viele Tonnen haben wir? 1263. Da müsste normalerweise, obwohl mit zwei, ja okay, mit zwei Loks, da kann so eine Einstellung von einer Stufe schon was ausmachen. Müssen wir halt so ein bisschen hin und her switchen. Jetzt machen wir genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin gemacht haben. Natürlich ein bisschen nerviger.
spielt sich jetzt natürlich auch ganz schön. Aber was muttert mut, ne? Das dritte von 6 Szenarien. Schade, dass dieser TSW-Tracker nicht komplett, also oben anzeigen kann, wie viele Szenarien insgesamt noch offen sind, sondern wirklich nur die insgesamt Anzahl von allen Aufgaben unten anzeigen kann. Jetzt haben wir schon nur 8 Promille. Das zieht sich jetzt natürlich noch eine ganze Ecke durch die Kurve da. Wenn man das schon erkennen kann. Wenn ich jetzt hier die Entfernung anmache, ob die jetzt nochmal nach oben geht. Aber normalerweise müsste die jetzt von 3,1 gleich nochmal ein bisschen nach oben gehen. Weil wir uns ja aktuell von dem Punkt entfernen. Ah, er geht aber tatsächlich runter. Aber wir sollen leicht schräg fahren wahrscheinlich. Wir beobachten es mal kurz. Weil eigentlich soll es ja die Luftlinie sein. Habe ja bei DTG auch nachgefragt gehabt, wer auf die blöde Idee gekommen ist, das so zu machen. Ich sehe gerade bei der dynamischen Bremse, da erkennt er gar nicht, dass ich lebe. Aber wenn ich hier irgendwas rumstelle, das erkennt er nicht. Auch merkwürdig. Also muss ich jetzt tatsächlich selber den Alarm drücken. Was eine Frechheit. Muss der Lokführer hier auch noch selber arbeiten. Aber jetzt haben wir 19 Promille. Dann wieder ein bisschen besser. Ich glaube, das ist ja das erste Mal, dass wir in dem Let's Play hier runterfahren. Ah, ich lass mal drinnen, wir werden ja schneller. Jetzt sind wir in Analytics hier rein. Können wir die Dynamik ruhig ein bisschen länger drin lassen, sehe ich. Hält die 19 gerade ganz gut. Oh je, oh je. Was geht denn jetzt auf einmal ab?
Noch mal kurz gepennt. Viel zu schnell, viel zu schnell, viel zu schnell. Da sind sie wieder, die Abzüge in der B-Note, die bekannten. Irgendwie ist bei seit Trains in World 4 der Regen so ein bisschen das bevorzugte Wetter, habe ich das Gefühl. Ich kann mich auch täuschen, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ich muss mal kurz am Mini-Flauschis Pizza gucken. Ja, leicht zu schnell hier. Ich muss mich mal langsam aufs Bremsen konzentrieren. Es ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. Aber eigentlich kann ich die Bremse mal so drinnen lassen. Und einfach auf Stufe 2 gehen, um gleich auf die 15 runterzukommen, wenn er bis dahin noch nicht auf die 15 ist. 6600 Fuß haben wir noch. Uiuiui. Habe ich mir zeitlich gedrückt? Ach nö. Wieder den Alarm im Auge gehabt. Aber passt. Jetzt haben wir die 15 auch. Jetzt muss ich aber wieder ein bisschen auslösen. Immer so ein bisschen irritierend, wenn man dann mal kurz abgelenkt ist. Und der Alert dann auf 24 steht, aber am Runterlaufen ist. Das irritiert dann doch ein bisschen. Weil man eigentlich denkt, man hat ihn gerade gedrückt und dann müsste eigentlich runter hochlaufen und nicht runter. Eins.
Dauert ja einen Moment, bis er hochgefahren ist. Dann holen wir mal kurz die Pizza. Haben wir jetzt noch 4300 Fuß. Bisschen rollen lassen, da haben wir noch ein bisschen Luft. Bis zum Ziel sind es noch 9900. Weichen da richtig gestellt, da müssen wir mal eben drüber gucken. Jawohl. Aber gerade ob das wirklich Luftlinie. Ah, guck mal, 1,9. Ja, ist Luftlinie. Bleibt bei Luftlinie, habe ich doch gesagt. So. Dann den Leistungsregler. Warum benutze ich den Leistungsregler? Den hier lösen. Den da. Mal ein bisschen lösen. Und den nochmal schön hochlaufen lassen. Auf 20 hochlaufen, das müsste aber eigentlich rausgehen. Wenn es jetzt nicht steiler wird, dann sollte das funktionieren. Noch 1900 Fuß. Ausgerechnet während der Aufnahme muss sie sich eine Pizza einmachen. Das ist mein Eselchen. Ich bin natürlich jetzt voll so ein bisschen hier durcheinander, weil ich also reinschieben kann sie selber, aber sie hat das noch nicht drauf mit dem pünktlich rausholen einer Pizza. Da braucht sie dann immer noch Hilfe. Oder das ist wieder so typisch mal Mini-Flauschig. So, jetzt sind wir an der Weiche. Müssen wir vorsichtig sein. 2,3%. Und wie viel haben wir noch? 2,3. Ist das gleich so lang? Ach so, wir zweigen hier erst ab. Ey, das zieht sich dann ja immer noch ewig. Uiuiuiui. Das können wir mal ein bisschen rollen lassen. Guck mal oben. Haben kein Gefälle mehr. Jetzt drücken die Wagen von hinten natürlich noch ein bisschen nach. Das sind ja immer noch 1200 Tonnen. Hingegen alle Leute nicht vergessen. Ja, erstmal ein gutes Szenario. Weil sehr gemütlich mal wieder. Sehr entschleunigend. Kann ich aber natürlich nicht auf 15 einstellen, das Ding. Den Speed Control. Geht ja leider nicht. Weil wir nur Slow Speed Control haben. Current Speed nimmt er nicht. Gucken wir mal, was passiert. 2,5 Meilen haben wir wieder auf dem Tacho.
Kein Gefälle, kein gar nichts. Jetzt mal wieder ein bisschen Leistung geben. Jetzt sollte es aber gleich dann auch wirklich mal bergab gehen hier mit den Meilen und Entfernung. Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt so lange dauert. Das ist fast das Doppelte von dem, was wir angezeigt bekommen haben im Menü. Und das, obwohl wir uns nicht an die 24 kontinuierlich gehalten haben. Das heißt, wir sind ja immer noch schneller dran, als hätten wir uns an die Ansage vom Beginn des Szenarios gehalten. Sehr, sehr doof, dass sich das jetzt mit dem Livestream überschneiden wird, wenn es denn heute einen gibt. Was aber sehr wahrscheinlich ist. Oh, wir haben wieder Gefälle. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich denke, warum wird er jetzt schon wieder zu schnell? So ein bisschen die Szenarien, wo ich ganz ehrlich zugeben muss, dass ich mal ganz froh bin, wenn ich die hinter mir habe, auch wenn sie teilweise echt Spaß machen. Aber halt wegen der Länge. Auch teilweise wie Kaugummi. Und gerade bei den Güterzugfahrten auf den Ami-Strecken ist das doch enorm zehrend. Weil es passiert ja hier auch nicht viel. Bei den, wenn ich jetzt sage, so ein Szenario auf einer deutschen Strecke, wo man anderthalb Stunden unterwegs ist mit so einer Regionalbahn oder so. Und dann auch ein bisschen was zu tun hat, also hier mal anhalten, da mal anhalten, dann ist das nochmal ein bisschen was anderes. Aber hier auf den Ami-Strecken, aber es ist halt in der Realität einfach. Und da muss ich natürlich dann auch mit umgehen. Das ist ja so ein bisschen wie mit dem LZB-Fahren auf Kassel-Würzburg. Da gibt es ja viele, die sagen, macht keinen Spaß, aber das ist nun mal so, ne? Immer noch, auch wenn es doof klingt, ein Simulator hier. Da muss man wohl durch. Komme ich natürlich mit meinem Zeitplan ein bisschen durcheinander, weil ich wollte jetzt eigentlich dann auch gleich die erste Folge City Skylines für euch. Und dann da auch loslegen können. 13.44 Uhr, das sollte ich hinkriegen bis 15, nee, bis 16 Uhr. 15 Uhr bleibt weiterhin der Uhrzeit für Transportfieber, wo es denn jetzt auch demnächst weitergeht mit Transportfieber. Für alle Transportfieber-Fans unter euch, ich habe es nicht vergessen. Ich gehe mal davon aus, dass ich dort morgen, wenn ich meine nächste Trains in World Folge aufgenommen habe, dann auch mal wieder loslege. Dann City Skyline Transportführer vielleicht im Wechsel so ein bisschen. Ich habe noch eigentlich andere Spiele, die ich gerne mal wieder machen würde. Aber dann zeitlich halt totale Probleme. Da ist natürlich eure Unterstützung gefragt, umso eher mich ihr anfangt mich zu, oder nicht anfangt mich zu unterstützen, weil ihr kleine Spende da lasst oder vielleicht auch Mitglied werdet auf dem Kanal und eine gewisse Summe dort dann im Monat zusammenkommt, umso eher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit für mich auch da, dass ich dann im Hauptberuf kürzer trete. Eine finanzielle Sache. Jetzt so langsam in der Phase, in der ich finanziell nicht mehr ganz so angespannt unterwegs bin. Ich habe darüber ja mit eigentlich noch nicht mit euch gesprochen, aber ich habe ja so ein bisschen Altlasten noch vor mir hergetragen.
jetzt nach und nach dann erledigt sind. Dadurch ist die, also finanziell angespannt war es eh nie, aber finanziell Möglichkeiten, die ich jetzt ja habe, die sind ja ein bisschen besser. Auch dadurch, dass meine Frau jetzt ein bisschen mehr Geld verdient, macht es natürlich auch nochmal ein bisschen angenehmer für alle. Aber weiter ausführen werde ich das jetzt an der Stelle aber auch nicht. Ist immer dran, also ich bin ja nicht immer Lokführer gewesen, ich war auch mal arbeitslos und war auch mal selbstständig. Die meisten von euch, die selber selbstständig waren, die wissen ja, dass man aus einer Selbstständigkeit eigentlich ganz, ganz selten sauber rauskommt. Also das heißt, dass man da irgendwie die ein oder andere Altlast dann noch mit sich trägt. Bei mir ist da dann teilweise doch ein bisschen die Übersicht mal verloren gegangen. Aber haben wir jetzt alles im Griff. Ja, dann kam ja meine Arbeitslosenzeit und dann habe ich auch Lokführer gemacht. Daher waren ja auch 2 Jahre, in denen ich finanziell sehr, sehr stark eingeschränkt war. Meine Frau musste ja auch arbeitslos machen in der Zeit, weil ich sonst den Bildungsgutschein nicht bekommen hätte. Auf der anderen Seite hätte ich das aber ohne Bildungsgutschein alles nicht machen können, weil die finanzielle Lage es gar nicht zugelassen hätte, weil es sind ja immer noch 2 Kinder da, die ja auch Geld haben wollen oder Geld brauchen, damit sie ernährt werden und ihre Materialien bekommen. Mir ging das einfach in dem Moment auch nicht anders. Aber Zeiten sind vorbei. Ich glaube, jeder von euch, der schon ein bisschen was älter ist, der war schon mal in einer finanziellen Situation, die nicht ganz so angenehm war. Die Jüngeren unter euch wird es der ein oder andere auch kennen, aber die meisten, die von euch, die jetzt so sich im Bereich von 16 bis 20 bewegen, die kommen jetzt ja gerade mal ins Arbeitsleben rein. Gehen vielleicht auch in die erste eigene Wohnung oder in eine WG oder sind das erste Mal auf eigenen Füßen unterwegs. Es gibt ja auch einige von euch, das weiß ich ja, die schon seit geraumer Zeit dann auch Nebenjobs machen. Ich habe ja zum Beispiel auch viele Nebenjobs gemacht, als ich noch jünger war. Also ich habe ja mit 13 angefangen, Zeitungen auszutragen. Mit 14 wurde ich dann vereinstechnisch das erste Mal zum Bademeister berufen oder zum Schwimmaufsicht. Bademeister ist ja nochmal, ja, so ein bisschen wie Lokführer. Ein blöder Vergleich, aber ja, ihr wisst das schon, ne? Ich war der, der am Beckenrand aufgepasst hat, dass keiner ersäuft. Und ja, das kann man so früh machen. Bevor da Nachfragen kommen. Kommen wir aber langsam dem Ende entgegen hier. Haben wir nochmal ein bisschen Steigung. Das heißt, jetzt können wir mit dem Gas nochmal ein bisschen arbeiten. Eigentlich stufenlos? Nicht. Aber wo halten wir denn genau an? Da ist eine Weiche vorne dran und auch ein Signal ist da nicht, okay. Wir gucken mal. Wir fahren mal erstmal rein in die Mine. Highlight wäre jetzt natürlich, wenn er sagt, du belädst den Scheiß auch noch selber. Im Fahrplanmodo kommt das bestimmt vor, dass man da runterfährt, das Ding selber belädt und wieder zurückfahren kann. Ja, so immer so ein bisschen Special-Events, die ich da veranstalte. Die 700. Folge ist ja nicht mehr weit weg. Sofern ich jetzt am Ball bleibe, müsste das eigentlich dieses Jahr sogar noch klappen. Weil ja die neuen DLCs gehen ja die Sprünge noch so ein bisschen weiter nach oben. Also ihr habt ja gesehen, allein Urlaub habe ich ja weit über 20 Folgen, obwohl es eigentlich nur 10 Szenarien waren oder so, hochgeladen. Da kann natürlich auch an den ganzen Einführungen, die noch offen waren. Aber jetzt kommt ja am 14. November dann das nächste und dort ist auf jeden Fall mal ein neues Fahrzeug dabei, welches wir noch gar nicht kennen. Das heißt, da haben wir zumindest schon mal eine Einführung, die Streckeneinführung und das erste Szenario. Das sind schon mal 3 Folgen an einem Tag, wo wir dann zifferweise ein bisschen weiter nach oben springen. Und es soll ja dieses Jahr noch ein bisschen was kommen, wenn man die Roadmap so ein bisschen mal verfolgt hat. Unter anderem ja die Aschaffenburg-Strecke, die neue.
was von Aschaffenburg abgeht, wo ich mich schon auf den Shitstorm einstelle, dass da wieder viel gemeckert wird, warum man die Strecken nicht zusammengefügt hat. Aber dann lasse ich mich mal überraschen, wie ihr da reagiert. Oder die Community allgemein reagiert. Es sind ja nicht nur bei mir in der Community Leute, die da durchaus aber auch recht haben, dass man da mal überlegen sollte, warum das so ist. Aber man muss halt also auch denken, mein Spessartbahn, die ist ja schon, das war die zweite deutsche Strecke, oder dritte deutsche Strecke, glaube ich, nach Rhein-Ruhr-Osten. Oder Ruhr-Sieg-Nord, ne? Was? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, ist schon so lange her. Alzheimer lässt grüßen. Damals in die Finger gebrochen. So, 1 Stunde 40 Minuten. Ich glaube, da haben sie vergessen, da 1 einzutragen bei der Szenarienbeschreibung. Alter, die Waldfee. Da hätte ich auch die Flying Scotsman direkt machen können. Aber nun gut. Wollte nicht sein heute. So, jetzt gehen wir auf Stufe 1. Lassen wir nochmal ein bisschen rollen, bis wir bei 1000 Fuß ungefähr sind. Dann bereiten wir uns aufs Bremsen vor. Wir haben immer noch Gefälle von 1,2 Promille, Prozent, 12 Promille. Und der wird ja auch schon langsamer, obwohl ich noch auf Stufe 1 bin. Bisschen Gas. Dann muss ich mir mein Programm gleich noch runterladen, weil ich es morgen für meine Gastfahrt brauche. Ich fahre nämlich morgen einen Zug nach Basel und dann mit dem ICE zurück. Da brauche ich noch ein bisschen Programm und ich habe mir jetzt mal den vierten Matrix fangen anzutun. Bin ich bis jetzt noch nicht so richtig überzeugt. Was das Ganze soll. Aber mal gucken, noch bin ich nicht durch. Nehmen wir mal einen Leerlauf. Ziel ist in Sicht. Da muss ich nochmal Fahrstufe 2 nehmen, sonst verhungert er. Fahrstufe 3 nehmen. Wahnsinn. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich noch mal so viel Gas geben müssen. Nein! Ich habe mal wieder vergessen, den Alert zu drücken. Schafft das? Schafft das? Hundert Füße noch. Wird da noch mal ein bisschen aufschalten. Das gibt's doch gar nicht. Lass uns bloß nicht noch so ein Theater machen hier.
Noch 70 Füße. Noch 60 Füße. Noch 50 Füße. Weiß, ist nicht witzig. Find's aber witzig. So. Und dann machen wir Schluss. Eine Punktlandung. Gute Arbeit, danke dafür. Mal gucken, ob es für die Goldmedaille gereicht hat. Also auf jeden Fall, die Länge ist enorm gewesen. Das dauert jetzt auch bestimmt seine Zeit, bis ich das hochgeladen habe. Aber... ja, was ist nun? Wo ist meine Abwehr? Meine... Hallo? Mach mal. Da ist sie doch. So, dann zeig mir her, gemeinsam gondeln. Da ist die Goldmedaille. Das muss ordentlich Punkte geben fürs Fahren auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge mit Trains in World 4 dann wieder hier auf dem Kanal. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Ihr dürft sehr gerne auf den Discord kommen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Für alle, die mir bei Instagram folgen wollen, Ramagani-YouTube, beziehungsweise den Link in der Videobeschreibung einfach anklicken. Kommentare sind natürlich wie immer erwünscht und gerne gesehen. Auch positive Kritik, die nehme ich an. Negative Kritik wird natürlich wie immer ignoriert. Und für alle von euch, die mich unterstützen wollen, ihr könnt Mitglied werden ab 99 Cent im Monat. Das ist eine direkte Unterstützung für mich, die mir hilft, meinen Kanal zu verbessern in Form von Hardware und natürlich neuer Software. In dem Sinne, euch jetzt noch einen schönen Abend und von mir natürlich wie immer eingefügt ist, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.